Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zurück zu Warhammer Battlefleet Armada, ne, Gothic Battlefleet Armada 2 mit dem Chaos. Und ja, ich habe schon mal eine Runde weitergespielt, oder sagen wir mal so, die Truppen schon mal von hier nach da bewegt, weil wir wollen ja von hier nach da uns ja ein bisschen den ganzen Bereich hier zerlegen. Da wir aber gerade Minus immer kriegen, kann ich kein weiteres Schiffe ausbauen, obwohl wir Konstruktionspunkte haben. Das heißt, wir müssen die irgendwie kaputt machen. Attacke. 1000 zu 814. Ach, das wird knapp. Das wird nicht leicht. Weil wir haben ja noch nicht die geilsten Schiffe, ganz einfacher gesagt. Das ist, vielleicht macht es erstmal Sinn, auf die ganzen kleinen Schiffe zu gehen und dann auf die großen oder größeren, die leichten Fregatten. Und ich hoffe, ich habe ein Kornschiff dabei. Von Anfang an. Ich brauche mein Kornschiff. Das sieht schon mal scheiße aus. Nope. Nope. Nope, und das sind sogar Anführerschiffe hier, die beiden. Ich weiß gar nicht, ob Malos. Der darf nicht fallen. Der darf fallen. Okay, let's start. We stand ready! Kommen die vielleicht getrennt? Das wäre schön. Das wäre schön. Dann gehen wir schon mal komplett auf eine Seite. Ein bisschen vor. We are unstoppable. Sollen sie durch das Asteroidenfeld fliegen? Ist mir Schnuppe. Das könnte schon interessanter werden. Könnte auch sein, dass sie dran vorbeifliegen, ne? Your orders. Ich kann auch jetzt schon mal hier auf kurze Distanz gehen. So. As the Warmaster wills. Ja, ein bisschen so. We'll follow your command. For now. So. Show us our victims. Dann Bombergeschwader drauf. Enemy ship sighted. Enemy ship sighted! Moving to those coordinates! Ah, Mist. Alles drauf da. Enemy ship sighted! So, Truppen rüber. Okay, jetzt sollten wir aber. We stand ready. Boarding attack successful, Master. Jetzt sind wir nämlich durchgeflogen, das wollte ich nämlich nicht. Boarding attack successful, Master. Doomfire is unleashed. Your orders. Hab ich hier noch was? Was? Waffe beschädigt. Enemy ship sighted.
Nee. Reporting! For the ruinous powers! Ist das meine Familie? Ah, hau ab! Los! We've lost an escort craft. Oh, der ist auch gleich weg. Hull breaches detected. Engines hot. Hier los, Feuer. Doomfire is unleashed. Naja, konnte nicht entkommen. We stand ready. Und Truppen rüber. Ruf zu den Waffen, das ist gut für uns. Dann können wir jetzt zum Klump schießen. Our minions rampage through their ship. Auf den scheiße ich jetzt, den sollen sie ruhig killen. We stand ready. Deck beschädigt, Truppen verloren. Kommt er mit seinen Truppen ran? Jawohl, rein da. Und da haben wir die nächste Fregatte verloren. Die halten nichts aus, die kleinen Scheißer. Wir kriegen die Schiffe nicht kaputt, das gibt's doch nicht. Okay, auf den Kleiner. Na, was ist jetzt los? Spiel hakt. Haben wir den endlich? Komm hier rum. Und ihr auch hierher. Meuterei, weiter. Feuer auf den da. Keine Zeit für Telefon. Ah, der kriegt doch hier gut einen rein. Ist das meiner? Und... Nochmal bitte. Und rüber da. Rückzug gibt es nicht. Feuer. Oh, er kriegt aber Rückzug. Boarding attack successful, Master. Reporting. Jules, komm. Du hau ab hier. For the war, Master. Scheiße. Show us our victims. Los! Ach, zu spät. Feuer an Bord. Reporting. Du haust ab. Du ran da. We'll follow your command. For now. Setting course. Du musst we weg. Stand ready. For the ruinous powers. For the dark gods. Na los, er muss sterben. Los, raus da. Gut. Vengeance will be ours. Next time. Enemy ship sighted. So, auf. Das kriegst du jetzt. Der kommt da nicht weg. Verdammte Axt. Scheiße, du holst dir den da jetzt bitte. Moving to those coordinates. Your orders. Super, jetzt auf den da.
Jetzt habe ich selber mein Schiff weggebrannt. Und volle Fahrt. Engines hot. Du darfst auf alle schießen, Chaos, Mann. Show us our victims. Oh, jetzt auf den da. Nein! Da kommt der Nächste. Reparieren, du musst weg. Du musst da raus. Das ist auch ein Anführer hier. Ah, jetzt haben sie da das Schild weggeballert. Los, Rückzug! Plasma, Baby! Na los, spring! Jetzt brauchst du auch nicht mehr springen. We stand ready. We'll follow your command. For now. Na los! Jetzt kommt der nicht hinterher, verdammt. Cruising speed set. Nein! Exekutieren! Ihr ruft zu den Waffen! Oh Mann, ich scheiße. Jagdgeschwader zum Ärgern. Truppen rüberschicken. Kurze Distanz. Feuer. Der macht nichts mehr hier. Scheißen Dreck. Reloading Ordnance. I cannot master. Hm, schonieren? Nee. Ich wollte einfach nur dahinter springen. Your orders. Ja, schieß mal auf den da ein bisschen. Reparier dich dabei. Macht er nicht? Hier, erstmal auf den da, der geht mir auf den Sack. Oh, das wird einfach nichts mehr hier. Dead claws away. Fear us, for we strike for the war. We stand ready. Truppen, wir brauchen Truppen. Am besten wieder ein paar Korn, Leute. Volle Breitseite. Gerade kassiert. Noch mehr Truppen rein. Show us our victims. Wir können ihn nur mit Truppen platt machen hier. Anders ist es nicht möglich. Plasmabomben machen wir leider auch nicht mehr. Habe ich noch ein drittes? Oh ja. Wenn's mal kommt. Der hat nichts mehr hier. Hier. Swift Death Squadron, seeking prey. Yeeha! Schnell! Cruising speed set. Scheiße, noch gegen irgendwas gerammt hier. Show us our victims. Okay. Feuer.
Das ist eine knappe Runde, Alter. So. Volle Energie. Waffen nach vorne. Die ganzen kleinen Geschwader verloren. Die leichten Fregatten. Ah, vielleicht noch ein bisschen nach da. Hui, das ist aber knapp. So. Ein Kornkampfattack haben wir noch. Kurze Distanz, seitliche Breitseite. So, dass wir gleich Truppen hinkriegen. Und ruf da. So. Komm in meine Reichweite, Baby. Dann gibt's ein bisschen Corny Power. Engines hot. Blut für den Blutgott, ihr Schweine des Imperiums, verreckt. Sieht nicht gut aus. For the War Master. Alter, das war knapp. Ich habe meinen Korn nicht mehr gesehen. Ich dachte, die zerfetzen. Das war so eine knappe Runde. Wir haben keine Flotte mehr. Scheiße. Das war's. Derbe Verluste haben wir hinnehmen müssen. Überall diese kleinen Fregatten, aber die großen Schiffe, die leichten Kreuzer, die haben wir alle retten können. Sekundärziele. Es ist schön, dass wir Sekundärziele haben, aber wir brauchen Geld. Flottenkapazität ist auch schön. Hilft mir aber alles nicht. Ich brauche Geld. Erzeugt 30 bis 60 Korruption pro Runde. Ach, Korruption ist doch bestimmt unsere Währung, ne? Ja, jetzt machen wir natürlich dick Plus, weil wir hier... ja. Keine Schiffe mehr haben. Scheiße. Guck nur mal nach, ob es hier irgendwas gibt. Nee. Eindeutig. Einnahmen durch Ruhm interessiert mich aber ein Scheiß. Erstmal, ich will doch nur mehr Geld. 200 Ressourcen auf einmal. Das vielleicht. Erzeugt 5 bis 10 Korruption pro Runde. Alle würde ich eher. Das hier nehmen, was wir hier gleich haben. Oder muss ich das opfern? Hm, dann opfern wir das mal. Wir müssen 4 Runden warten, bis wir das aus... Ah, bah, kacke, ey. Ich glaube, das haben wir verkackt. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ja, der macht da eine richtig schöne Basis noch rein. Ach, leck mich. Die müssen alle Geld, keine Geldsorgen haben. Geringe Dringlichkeit. Ja, deine Mutter, ey. Scheiße, wie machen wir das? Die Schiffe sind im Arsch. Definitiv. Müssen noch repariert werden.
Und wir haben keine Punkte, um irgendwie irgendwo was reinzustecken. Ich könnte ja ihm hier vielleicht... Oh, der hat auch noch eine Fähigkeit, sehe ich gerade. Er kriegt noch mal eine Bombe. Und ein neues Schiff vielleicht? Oder zwei oder drei? $200 haben wir. Ein Kreuzer passt, glaube ich, da nicht mehr rein. Ich brauche eigentlich eine Ballerbude. Kriegen wir nicht mit rein, scheiße. Noch von den kleinen... Vielleicht etwas... Lanzenwaffe, schwerer Makroturm. Ah, der ist ja auch schon drüber. Mann. 500 Punkte ist nicht viel. Kurze Reichweite, da muss voll rein. Der braucht eine 9000 Reichweite. Aus der Distanz. Versuchen wir mal es mit der Distanz. 320 Punkte ist natürlich ein Witz. Dasselbe machen wir hier auch nochmal. Jetzt fehlt uns natürlich die Talerchen. Ja, machen wir hier auch Distanz. Und sind dann noch eine Runde im Plus. No risk, no fun. So, erhöht den Schildwert um 25%, gilt für alle Schiffe, machen wir. Mehr Schild. Dann lassen wir sie eine Runde reparieren und dann versuchen wir, ja, ihmchen hier zu eliminieren. Reparieren alle ihre Schiffe. Obwohl, wir gehen ja nicht pleite. Wir kriegen ja noch ein bisschen Plus, sehe ich ja gerade. Mann, oh Mann, oh Mann. So, der hat aber 500, kann man quasi sagen. 500 Punkte. Wir können nur mit zwei Schiffen rein. Und würde ich auch machen. Sind die alle repariert? Jawohl. Dann gegen die Pleite. Gegen die Chaos-Pleite. 800 Punkte zu 470. Rund mal 500 auf.
Space Marine, Imperial Fist. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, Imperial Fist, aber ich muss euch ins Knie ficken. Derbe. Wir nehmen eure Energiefaust und fisten euch damit selbst. Ja, was ich auch mal sagen wollte, ich glaube, ich werde jetzt hier maximal zu Battlefleet Gothic Armada mit dem Chaos maximal so 5 bis 10 Folgen machen. Denn so ein großer Unterschied ist es nicht. Wir haben eigentlich nur eine Chaosflotte. Vielleicht ist die Story vielleicht ein bisschen interessanter, aber ich glaube, mehr wird es nicht gewesen sein. Ansonsten ist es ja bisher der gleiche Kram wie immer. So, wir haben Punkte zum Einnehmen. Dann würde ich sagen, die Leichten kümmern sich um die Flanken. Und die Großen werden den Spaß haben. Und Pause. Ihr dürft schießen, wann ihr wo ihr wollt. Lockt sie doch mal hier an, das wäre sehr schön. Die Kleinen. Feuerfrei. Energie. Und die machen wir auch. Und dann treffen wir uns quasi in der Mitte. Die haben es natürlich am weitesten, sehe ich gerade. Die sind natürlich schon quasi in der Mitte. Das heißt, es kann sein, dass die zuerst dahin gehen. Die sind auch schon fast da. Your orders. Okay, Antrieb. Normal. Ich glaube, das wird ja nichts. Die werden vielleicht den Punkt einnehmen. We stand ready. Wir treffen uns aber definitiv hier. Weil wir drei Punkte hier auf kürzester Distanz haben. Your orders. Machen wir hier nochmal Energie. Damit hier schnell reinkommen. Sollen sie ruhig sehen, wo ich bin. Das ist mir worst. Cruising speed set. So, schnell den Punkt einnehmen. Das dauert. Bei den Kleinen. Abfangjäger. Haben wir nicht irgendwie Abfangjäger? Swift Death Squadron seeking prey. You have seized a strategic area. Okay. Moving to those coordinates. Stasisbombe kommen wir noch nicht hin, nur Plasma. Um die einfach aufzuhalten. Mal kurz Pause. Nee, seid noch nicht so weit. Weiter. Plasma. Plasma. Okay. Reporting. You have seized a strategic area. The enemy has seized a strategic area. Ich hoffe, da war eine kleine Fregatte mit dabei. Und nochmal ganz kurz Pause. Wir haben da die Punkte. Und wir werden jetzt aber auf die anderen Punkte scheißen und den wir da hinfliegen. So, ihr geht jetzt in den Nahkampf. For the War Master. Und Feuer frei. Auf die Kleinen. Enemy ship sighted. Break them. Space Marine. Doomfire is unleashed. So, ihr dürft schießen, wie ihr wollt. You have seized a strategic area. Boarding attack successful, Master. Enemy ship sighted. We stand ready. 4000. Ran da. Enemy ship sighted. Kurze Distanz. Ran da. Was machst du hier, mein Freund?
Wo sind die beiden von rechts? Ihr Schlafblasen. Attacke. Reporting. Your orders. Tear them apart. Na, wo bleibt er denn? Oh, bis der kommt, ist Weihnachten. Ja, super. Fast die Schiffe noch ineinander gerammt. For the War Master. Jetzt reicht hier auf den ready. Da drauf, die Kleine. Break them. Außer du musst da durch. Our minions rampage through their ship. Gut. Repair the damage at once. We stand ready. Horn. Doomfire's unleashed. You have accumulated 25% of strategic points. Reporting. Oh, jetzt wird gerammt hier. Ah, kann er nicht. Scheiße. Repair my ship or else. No, we must escape. For the dark gods. Meuterei. Ich unterstütze keine Meuterei hier, verdammt. Show us our victims. For the war master. Boiling attack successful, Master. Oh, ich muss die Truppen rüberschicken. Reloading ordnance. As the war master wills. Slaughter them. For the war master. So, Randa. Kurze Distanz, Feuer. Ah ne, wo ihr seid, ihr habt ja Lanzenwaffen, ne? 19.000 Feuer. Ihr habt auch Lanzenwaffen. Sorry. Reporting. Jetzt reicht's mir immer hier langsam. Doomfire is unleashed. Der Meuterer ist weg. Ich hoffe, er ist nicht zerstört. Er kommt wieder hoffentlich. You have accumulated 50% of strategic points. Ja, scheiß auf die strategic points, ey. Ich glaube, das Anführerschiff ist gerade abgehauen, oder? Das war ein Anführerschiff. Ich hoffe, wir haben dadurch jetzt nicht verloren oder so. Boah. Es ist nicht leicht, irgendwie. Es ist nicht leicht. Aber wir haben gewonnen. Das heißt, ich glaube, der andere war auch noch 400, aber hat eine Raumstation. Ah, eine Raumstation, da traue ich mich nicht ran. Mit den Schiffen. Das ist irgendwie, da braucht man mehr Punkte. Da will ich eher den Bereich verlassen und zur Mission gehen. Warte mal, der hat nur 100 und Verteidigungsplattform. Ah, die Raumstation war da hinten. Super. Das heißt, die werden hier quasi gleich im nächsten Atemzug... Ah, das Kornschiff oder... Der Anführer ist das, glaube ich, ja. Dann wird auch er hoffentlich reichen. Die kleinere Version. Vielleicht mit ihm hier als... Genau, dann kann er sich reparieren, die beiden stürmen nächste Runde das. Und dann haben wir das hier so quasi eingenommen. Muss ich den opfern? Ich hab's nicht mehr im Kopf. Es ist zu lange her. Ich weiß nur, die unterstützen uns nicht, wenn wir die nicht irgendwie was opfern. Dann machen wir das doch einfach. Korn freut sich. So,
Ja, dann machen wir erstmal einen Break. Nächstes Mal geht's weiter. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, haut rein. Ciao.